Ja, hallo liebe Eileen. Hallo Marc. So, ich befrage dich mal wieder zu einem Seminar, wo du neulich warst bei mir. Nämlich haben wir jetzt ja hier in dem wunderschönen Sommer, bei den wunderschönen Sommertagen, das Seminar des Naturschamanismus gehabt. Magst du mal darüber erzählen, was du da so gelernt hast, was das mit der Natur und Schamanismus auf sich hat oder wie du das verstanden hast? Und ja, erzähl doch einfach mal, wie diese Erfahrung für dich war und was du so mitgenommen hast. Ja, wir haben verschiedene Sachen kennengelernt beim Naturschamanismus. Ich fand, das war recht vielseitig. Und da ja, ich seit einigen Jahren schon Qigong mache, war das für mich sehr spannend, dass wir Qigong-Übungen auch drin hatten, weil ich tatsächlich, ehrlich gesagt, bisher selten darüber nachgedacht habe, warum Daoisten das jetzt unbedingt im Wald machen müssen. So habe ich das einfach nie kennengelernt gehabt. Also ich kannte das, dass man das meistens drin macht. Dass man vielleicht im Sommer mal rausgeht, aber jetzt nicht, dass man im Wald ist und diese Verbindung, dass auch also ja buddhistisch, daoistisches Qigong mit Schamanismus zu tun hat, das ist mir jetzt erst im Seminar dann richtig klar geworden, als wir dann rausgegangen sind und dort im Wald Übungen gemacht haben, wo man einfach auch Bäume dafür braucht. Und ich fand diese neue Art von Baumkuscheln und Baumumarmen ganz klasse. Ich konnte mir das am Anfang nicht vorstellen, als du meintest, dass man da sehr viel mehr spürt, als wenn man zum Baum hingeht und sich so an den dran drückt, weil ich dachte, ja, diese Erfahrung, so den Baum im Arm zu haben und mit dem Kopf sich an den Stamm zu lehnen, das kann nicht intensiver sein, wenn ich mit dem Baum eine Art von Energiearbeit ohne Berührung mache. Aber tatsächlich war das total schön, als wir einen Energiekreislauf mit dem Baum aufgebaut haben. Und obwohl wir diese Übungen ja da jetzt das erste Mal gemacht haben, habe ich sofort gemerkt, wie da einfach was anfängt zu kreisen und sich zu bewegen und dass das eine ganz tolle Verbindung zum Baum war. Und hinterher ist das dann so, als wenn man den Baum sozusagen dadurch dann auch kennengelernt hat. Das ist dann nicht mehr irgendein Baum, der da steht, sondern man kennt den Baum dann schon. Ja. So wie wenn man jemanden mal die Hand geschüttelt hat oder umarmt hat. Ja, das ist sehr schön, wie du das beschreibst. Auch ja, hier im Westen ist ja dieses Baumumarmen mit Berührung bekannt. Klar, das kann man machen, ist auch eine gute Sache. Aber was viele Leute eben nicht wissen, ist, dass der Baum nicht auf die Grenze seiner Rinde eingeschränkt ist, sondern dass er ein riesiges Energiefeld hat und man den Baum sozusagen umarmen kann, beziehungsweise in sein Energiefeld hineinsteigt, wenn man einfach einige Meter von dem entfernt ist und sich verbinden kann und dann die energetische Erfahrung viel intensiver ist, wie wenn man direkt am Baum klebt, sozusagen. Ja? Also das soll nicht abwertend sein, Nein, gar nicht, klar. sondern das ist auch sehr schön und sehr hilfreich, aber es ist eben einfach etwas anderes. Ja? Und die Daoisten, also manche sagen ja auch Taoisten, hier Daoismus kommt aus China, das ist sozusagen der althergebrachte Schamanismus von dort, ist hier im Westen ja eher bekannt der philosophischen Natur. Das heißt also das Orakelbuch, das Buch der Wandlung, das I Ching zum Beispiel oder Laozi und so Weisheitslehren, aber es gibt eben auch die schamanischen Aspekte. Und deswegen ist es kein Wunder, dass die Daoisten aus den Städten rausgegangen sind, in die Berge gebaut sind, dort ihre Tempel errichtet haben und dort im Wald geübt haben. Da gibt es ja auch reichlich Literatur dazu. Und aus dem Daoismus kommt eben erst der Schamanismus. Und aber auch die Quelle der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin und des Feng Shui und vieler weitere Dinge und eben des Qigong. Und das, was damals praktiziert wurde, hieß ja nicht Qigong, weil dieser Begriff erst in der Mitte des letzten Jahrhunderts aufgetaucht ist, sondern hier geht es ja quasi um diese ganz alten Übungen sozusagen. Ja. Und deswegen waren ja auch einige Teilnehmer ganz verwundert, so was, ich dachte, wir
machen hier Naturschamanismus und jetzt erzählst du uns was von Qigong. Nein, eigentlich ist es kein Qigong, aber es sind solche Übungen wie Qigong, ja, die heute so heißen, sind eben ganz alte, traditionelle, daoistische Übungen, die eben schamanischer Natur sind, weil man in der Natur ist, sich mit der Natur verbindet, zum Beispiel wie in diesem Fall über einen Baum. Aber jetzt erzähl doch mal, was du noch gelernt hast. Ja, genau. Also ich habe ja gesagt, das ist recht vielseitig gewesen. Wir haben dann auch darüber gesprochen, dass man sich reinigen kann. Reinigung spielt beim Schamanismus auch eine große Rolle. Und da haben wir dann drüber gesprochen, dass man, wenn man jetzt im Wald zum Beispiel ist, dann kann man sich bei geeigneter Temperatur zum Beispiel in einem Bach oder in einem Flüsslein waschen, wenn das ungefährlich ist und man sich da auch nicht verkühlt. Und ganz toll ist es aber auch einfach, sich das Wasser zu Hause in der Badewanne einzulassen und sich dann dort mit Kräutersubstanzen und Mischungen, dass man sich dort reinigt. Und ich habe mich das bei dir schon immer gefragt, wenn du Baderituale anbietest, dann haben die immer so eine tolle Farbe mit allen möglichen Substanzen. Mhm. Und das mischt sich dann. Und das fand ich ganz toll. Und dann haben wir da auch gelernt, dass da durchaus eine Farbsymbolik auch dahinter ist. Also je nachdem, was man reintut, hat das eine Wirkung. Die Kräuter, die Wasser, die da drin sind, aber eben auch die Farbe, die das Ganze dann ergibt. Und dann haben wir drüber diskutiert, wie das historisch so ist mit diesen Waschritualen, zu welchen Zeiten es die gegeben hat und zu welchen eher weniger und ob das dann damit zusammenhängen könnte, dass Schamanismus unerwünscht war in diesen Zeiten und Gesellschaften. Und da sind wir jetzt, glaube ich, noch nicht so richtig zu einer Lösung gekommen, aber vielleicht können wir dieses Gespräch ja mal bei Gelegenheit fortsetzen. Mhm. Ich werde mich da auch noch mal informieren, ob ich da vielleicht noch mal genaueres drüber herausfinde. Ich hatte bisher da auch nie gezielt danach gesucht gehabt. Mhm. Und dann haben wir noch ein Loslassritual gemacht. Da hast du uns ein bisschen Origami gezeigt, wie man Lotusblüten faltet. Origami, aber nicht Oregano. Nein, nicht Oregano. Sollten ja auch Lotusblüten rauskommen, nicht Oregano. Ja, genau. Und das haben wir dann nach einiger Zeit schließlich auch geschafft und haben da ganz tolle Blüten geformt, worauf wir dann geschrieben haben, was wir gerne loslassen möchten. Und diese haben wir dann zum Bach gebracht und haben die dort dann schwimmen lassen und uns dann verbeugt und umgedreht, ohne denen nachzuschauen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich nicht jemand bin, der sich gern nicht umdreht und nicht zurückschaut. Das habe ich da auch wieder ganz genau gemerkt. Aber es war sehr befreiend, das mal für sich so durchzuziehen, dass man diese Blüte dann einfach irgendwo gehen lässt. Und ich habe lange gebraucht, bis ich da irgendwie einen Ort gefunden habe, wo ich gesagt habe, da will ich das machen. Mhm. Ich bin dann auch lange durch diesen Bach durchgestiefelt und als ich dann meinen Platz gefunden habe, dann habe ich die Blüte dann einfach auch reingesetzt und habe sie dann dem Bach überlassen und habe mich dann auch tatsächlich umgedreht und es ist mir gelungen, dann einfach zu gehen. Das war ein sehr befreiendes Gefühl. Ja, das ist auch eine sehr schöne Sache, wie du das erzählst. Und das Besondere hier ist ja nicht nur, dass man dann eine Blüte nimmt und da seinen Loslasswunsch hineintut, sondern dass man während des Erstellungsprozesses sozusagen sich die ganze Zeit mit der Thematik beschäftigt und diese ganze Energie dort hineingibt und dann aber auch das Ganze bespricht mit den entsprechenden Zaubersprüchen, weil es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt einfach eine Blüte nimmt und dort seinen Spruch reinspricht, um das loszulassen. Und dann sagt man ja tschüss, so in der Art. Ja. Das funktioniert nicht optimal. Es ist natürlich das Gesamtritual mit dem gesamten Setting und den Zaubersprüchen sozusagen dann wichtig, dass das richtig funktioniert. Ja.
Also da ist ein gewisser Unterschied. Und dann ist es natürlich möglich und sinnvoll, wenn der Bach dann das Origami, die Origami-Blüte sozusagen, genügend von den Energien gereinigt hat, dass man die Blüte dann später wieder auffängt. Ja, das heißt, es ist quasi eine Art Kunst zwischen dem, dass man sagt, okay, ich lasse das los und drehe mich nicht um, aber später sammle ich das wieder ein und dann ist die Energie dann sozusagen weg. Ja. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass ich heute dann eine Nachricht bekommen habe von einer anderen Teilnehmerin, die gleich die Blüten genutzt hat, um damit weitere Kunst zu machen, wie zum Beispiel für Teelichter und dergleichen. Also kann man ja tolle weitere Dinge mitmachen und sozusagen die Ritualistik drastisch erweitern. Ja. Und diese Kunst oder diese Form des Schamanismus kommt eben aus Japan, aus dem japanischen Shinto. Das heißt, Origami ist nicht nur einfach Bastelspaß, sondern die Tradition ist eben etwas und war dort so und immer wieder lustig, die verdutzten Gesichter zu sehen der Teilnehmer, wenn die dann sehen, so was, damit kann man mehr machen als basteln, so in der Art, ja, das ist ursprünglich eben für Rituale. Und wenn man in Japan einen Shinto-Schrein sieht, dann gibt es so Schnüre um Bäume oder Felsen, wo so blitzartige Papiere runterhängen. Und das zum Beispiel ist auch Origami. Und da gibt es natürlich auch vieles mehr mit Talisman und sowas, was wir dann in weiteren Gefilden der schamanischen Ausbildung vertiefen können. Okay, dann danke ich dir erstmal ganz herzlich. Ja, gerne. Magst du noch was ergänzen oder bist du Ich soweit? glaube, das ist es im Wesentlichen Ja? gewesen. Ja? Ja, es Super, hat mir okay. sehr, sehr gut gefallen und ich habe wirklich viele, viele schöne Sachen gelernt. Sehr schön. Dankeschön. Ja, ich danke dir. Okay, wunderbar. Dann bis bald zum nächsten Video.